Leute, da sind wir wieder bei Vegasilf für Pinesefi und Jutis. Hi. Bei Super Smash Bros. Für die Wii U in dem Super Fight der Superlative. Der wir nicht dabei sind. Nein, wir sind zu schlecht dafür. Jetzt seht ihr den spannenden Fight zwischen Tipp, Rechts, Browser und Rechts. Mama. Er ist nicht rechts. Oh, Entschuldigung, rechts, weißt du, rechts und rechts, das man ja, ist rechts. Ja, weißt du, auch link und nicht links. Ja, aber rechts ist, das ist egal. Unsere vier Super Amiibos, die uns schon der Reihe nach verprügelt haben, werden sich jetzt selbst verprügeln. Ja, wie gesagt, Wetten sind erlaubt. Die Wetten sind eröffnet. Genau. Und wir lehnen uns zurück und genießen als Kommentatorin die Show. Ja. Ich bin ja mal gespannt. Ich auch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das ist so boom. mein Muff ist schlau. Mein Botschaft nicht. Oh Gott. Oh Gott, das sieht aus. Oh Gott, das sieht aus. Also bis jetzt führt Pit. Alter, was ist mit Marv kaputt? Sind vielleicht nicht seine Gegner. Kann gut sein. Oh mein Gott. Komm vielleicht noch. Oder er ist noch. Er ist noch das so. Das war Pit. Ach, das bin ich. Ach, Scheiße. Hat er sich gerade selbst rausgehauen? Ich glaube ja. Ich glaube, da kommt mir der Welt noch nicht so klar. Oh. Hätten vielleicht mal lieber Final Destination nehmen sollen. Ja, genau, wer weiß, wie lange der Quatsch hier dauert. Ja, wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit, nur die hauen sich alles. Putsch, der kommt gar nicht hoch. Ich glaube, vielleicht ist das das Schlauste, was Botschaft machen kann. Oh, Marv ist aber rausgeflogen. Boah. Fett und Bowser führen. In diesem Kampf. Scheiße. Oh Mann. Oh Mann. War interessant zu sehen, wie die so kämpfen. Sie kämpfen irgendwie wie total schlechte NPCs. Ja, total. So NPCs auf Level 1 irgendwie. Nur ein Ticken besser. Ja. War interessant. Also diese guten Kombos, die sie teilweise können, erinnert schon an richtige Spieler. Zum Beispiel das. Vielleicht macht Marv im Late Game ja sein Comeback. Das ist typisch echt. Yeah. Nein, Bosa, geht da nicht hin. Geht da doch nicht hin. Siehst du? Aber ich denke mal so, wenn ich jetzt das wäre, würde ich das und das machen. Interessanter. Interessanterweise machen die Amiibos das dann meistens auch. Mhm. Außer dass Boris mal wieder so doof rumhüpft. Er hat mal wieder seine 5 Minuten. Und hört die aber öfters. Na gut, Link ist da oben jetzt aus, alles mal rum. Ich glaube, der bricht sich gleich selbst um. Oh, ich hab Bomben, ich glaube, ich hab mich in die Hände. Oh, Bosa und Pit sind immer noch in Führung. Mhm. Und Marv liegt überraschenderweise hinten. Aber okay, er ist der Einzige, der keine Fernattacke hat. Das könnte ihm vielleicht das Genick brechen. Ich meine, sogar Bosa kann halbwegs aus der Distanz angreifen. Oh, alle vier auf der kleinen Plattform. Ich glaube, er hat Botschaft erstmal ordentlich Vorteil gehabt. Ja. Und der Marv ist genauso langlebig wie ich. Oh, da müsste der Botschaft eigentlich gleich rausfliegen. Link? Hallo? Das habe ich aber nicht bei mir. Ich glaube, da kommt echt mit der Stage nicht klar. Marv ist nur noch dreimal drin. Was mit Marv kaputt. Ich hab echt gedacht, dass Marv wirklich viel aushält, weil er kontern kann. Ja, aber er kontert sehr wenig. Ja, das stimmt. Das hat er gegen mich hat er den öfter eingesetzt. Ja, da hat er jetzt gekontert. Man muss auch sagen, wenn er kontert, dann kontert er auch richtig gut. Und dann haut das auch richtig rein. Ja, vielleicht muss er erst an die Amiibos sich gewöhnen. Bei Pit und Link kennt er scheinbar nicht so gut die Bowser. Ja, stimmt. Da macht er schlauere Moves. Aber er hat jetzt ja auch die letzten Kämpfe gegen Bowser gekämpft. Ja, klar. Es ist wahrscheinlich noch fresh in memory. So ganz frisch im RAM. Ich meine, hier ist er eigentlich, ja, Bowser führt jetzt. Los, Bubele, du schaffst das. Ich wollte ihn erst Bubele nennen. Ja, Link hat sich ja selbst rausgekickt. Aber ich glaube, Link kommt auch eigentlich nicht mehr Stage klar. Ja, Kamikaze! Ja. Und Marv springt hinterher. Den hat er, was? Ja, er hat sich Marv gekrallt. Ich habe nur gesehen, wie er da so leicht so on off. Na, hat sich Marv gekrallt. Dann hat aber Pit wieder Glück gehabt. Ich habe erst gedacht, so, Pit, aber er hat ja nochmal seine 4 Sprünge plus. Oh. Da hat er aber auch einen Vorteil, Pit. Ja,
zur Hölle. Ja. Von wegen Maft macht's. Ja, hätte ich jetzt wirklich, wie gesagt, wegen dem Konter gedacht, aber... Wie gesagt, vielleicht kommt das einfach daher, weil er mit den Amiibos nicht klarkommt. Hm. Ich schätze mal, mit Marv im Zweikampf, also einer gegen einen, wird das echt. Oh. Okay. Naja, das Problem beim Konter ist halt auch, dass du predikten musst und das können Amiibos halt scheinbar nicht untereinander. Da tun die sich scheinbar recht schwer damit. Ich weiß gar nicht, wie ich zuerst hingucken soll. Obwohl, da unten sind drei, da gucke ich erst mal. Also das hatte ich auch mit das Problem mit Marv, als ich gegen Marv alleine gekämpft habe, wo du unten mit deinem Bowser am Rumtüdeln warst, konnte ich ihn zweimal rausschmeißen, weil ich genau wusste, wann er zuschlägt und wirklich die Konzentration hatte. Ja, da ging es mit meinem Bowser auch ganz gut. Und als dann alles auf dem Haufen war, da war es dann wieder nicht so viel mit Kontern, weil ich halt nicht so genau predikten konnte, wann ich jetzt zuschlagen muss. Mhm. Muss doch schon interessant zu sehen, wie die Amiibos doch nur noch rumkloppen. Oh, böser Fehler von Link. Sehr interessant. Kaum hat ein Botscher ein bisschen mehr, geht er noch extra runter. Ja, aber interessant, dass sie sich das abgeguckt haben. Ja, sogar Pit. So war ein lustiges Pit und Bowser sind zusammen runtergegangen. Ohne sich gegenseitig zu kriegen. Der hat aber auch schon Schaden. Hm. Ja, Bowser hat in Vater natürlich das Schwergewicht. Ja, das könnte der Grund sein, warum er es dann am Ende macht, ne? Das hat mal von mir gelernt. Außer das jetzt, ne? Komisch, dass Bowser sich das nicht abgeguckt hat, wenn ich von da oben stehe, auf die kleine Plattform Flamme einsetze. Das mache ich eher auch ziemlich gut zu jucken. Das hat er sich komischerweise nicht abgeguckt. Ah, 5 Minuten. Oh. Und das war Marv. Ist auch ein letzter. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich auch nicht. Aber wie gesagt, er ist der Einzige, der keine Fernkampfattacke hat. Vielleicht liegt es daran. Mhm. Und wie gesagt, er ist ein Charakter, wo du sehr predikten musst und Amiibos und predikten. Na, Bora, kriegen wir es noch hin? Ich denke mal, auf so einer kleinen Welt wie Final Destination sieht es wahrscheinlich anders aus. Ja. Ich glaube, dann mähen die sich so nieder. Ja, dann würde Bowser auch nicht so lange aushalten. Ja. Ich denke mal, Bowser wird es hier aufgrund seines Gewichts machen, weil das ist eine Welt, die klar für ihn im Vorteil ist. Mhm. Ich habe ihn auch im Luftkampf auch ziemlich... Vor allen Dingen, er ist der Einzige, der hier alle Level absolviert hat. Er ist hier quasi groß geworden. Ja, Final Destination hat er auch schon gehabt. Ja, aber er war überwiegend hier. Ja, das stimmt. Also hat er, wenn es danach geht... den Heimvorteil. Ich weiß auch gar nicht, ob Amiibos sich das überhaupt merken. Keine Ahnung. Huhuhu. Wie das aussieht, wie der zurückspringt. Das haben wir auch immer ganz oft gemacht, zurückgesprungen. Hm. Aber die Sache sollte sehr eindeutig sein. Ja. Ich erwarte da jetzt keine Wunder. Aber wie gesagt, es wundert mich, dass Marv letzter geworden ist. Hölle. Die haben wahrscheinlich wieder ihre 5 Minuten. Oder sie realisieren nicht, dass zwischen ihnen eine Plattform ist. Ach, ja. Das Pathfinding müssen wir aber nochmal üben, Leute. Ich frage mich, ob du ein Amiibo wirklich auf eine Stage einstellen kannst. Hm. Werden wir ja mal sehen. Wir müssten sie eigentlich mal eine ähnliche Welt. Das müssten wir eigentlich bei Final Destination sehen, weil da ist Marv groß geworden. Ja, gut. Ja, ich schätze mal, im knallharten Zweikampf ohne Items. Na, da wird er bestimmt... Da müsst ihr eigentlich sehr gut abschneiden. Ja. Und wir haben ja noch Zeit. Genau. Überraschenderweise ist Bowser der Sieger. Oh, die ist Auge. Ich finde das cool mit seinen Haaren. Das ist so orange-gelb. Ja, so Super Saiyan-mäßig. Na, nicht ganz. Aber Marv hatte die meisten K.O.s. Sure.
Überraschenderweise Link und Bowser. Hey, mag mich nicht. Wo denn das wohl liegt? Auf ein neues. Runde 2. Auf Final Destination. Zurücklehnen und genießen. Runde 2. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wer da gewinnt. Ich schätze, diesmal müsste eigentlich mal... Das hast du beim letzten Mal auch gesagt. Ja, aber da habe ich... Na gut. Bis jetzt führt Link. Scheiße. Guck dir meinen Link an. Das ist so fatal. Ich glaube, es ist schweinlos. Wenn jetzt mal Link das reitet, dann weiß ich auch nicht. Wobei, Marv könnte hier auch, dass er den einen Fehler, den er sich von mir angewöhnt hat, das Genick brechen. Ja. Oder Bowser. Also Bowser hat echt den Vorteil, dass er schwer ist. Ja. Ja, aber hier wird dein Schwer sein auch nicht viel bringen, weil er jetzt ja nicht mehr so geschützt ist. Ja. Massengrillen. Ja, Link hat's überlebt. Na, fang Chancen an. Wie er reingehoppelt kommt. Ich weiß auch echt nicht, wo er den Film mit dem ich will mal Bogen sagen, den Bumerang. So, da. Oh, er lebt noch. Alter Bowser, du Vollidiot. Ja, das könnte von mir sein. Oh, jetzt geht sie da komischerweise hinten. Jetzt führt Link. Ja. Der Item-Pot. Also wenn er Items wäre, der wäre wahrscheinlich neben Marv, ich weiß ja nicht. Weil Marv würde sich Items angucken und fragen, was das ist. Also Link würde auf alles stürzen, was da ist. Ohne Scheiß. Der würde mit Items um sich schmeißen, wie es nur geht. Obwohl er im letzten Teil ja auch nicht viel gemacht hat, aber ich schätze mal, das hat er sich behalten. Jetzt führt Marv. Ja, das ist ja auch seine Heimatfeld. Wobei ich auch nicht weiß, wo er das mit dem Delfinenhieb hat. Dass er da steht und den Delfin auflebt, weil ich immer die Smash-Attacke einsetze. Aber das hat er von mir. Und den Luftkampf. Das ist hier sein Territorium. Die Bombe geklaut. Weil Pit hat hier eigentlich auch sehr viel gekämpft. Boah. Ja, Bowser, der hat echt den Arschkarte gezogen. Ja. Weil zu viele Fernkämpfer. Er hat keine, der ihn auffängt, und Marv, der kann ihn einfach so auskontern. Ja. Er fliegt dadurch viel weiter. Ja, ich meine, der Konter hat ja auch ziemlich einen Wumms jetzt drauf durch ihn. Ja. 196 Schaden. Siehst du, ja. Das wurde schon was. Vor allen Dingen auch so relativ früh. Ja. Der mit seinen Items. Der Kampf an der Klippe. Du mit deinem verkackten Bumerang. Wo hast du das eigentlich her? Genau, Pfeil und Bogen, das habe ich dir beigebracht. Was nützt das denn, wenn der Gegner weggedrückt wird, beziehungsweise zu leer gezogen wird? Boah. Also auch so mit dem Werfen, das habe ich nie gemacht. Ich auch nicht. Meine Maßwürfe sind mehr. Das weiß. Und die Bomben. Aber der Rest? Es könnte sich zwischen Marv und Pit Marv und Pit, ja, zwischen Marv und Recht entscheiden. Aua. Ich finde das echt genial. Ja, macht er das wieder falsch? Er flieht aus. Oh, er lebt noch! So ein langlebiges Kerlchen. Alter, Pit. Das habe ich ihn aber nicht dabei gebracht. Ey, wir kommen mir vor wie so eine Mami, die gerade zuguckt, wie ihr Kind da am Spielen ist. Das hat er nicht von mir. Wie sich die Kinder bringen. Also dieses Verhalten, da muss ich nochmal mit seinem Vater reden. Das war doch nicht von mir. Oh, jetzt wird's aber echt eng. Ich glaube, Marv macht das. Ja. Und bald ist Pit vielleicht noch draußen? Naja, ein anständiger Schlag und Pit fliegt. Ja, aber Link genauso. Ja. Alter, Link, wieso wirfst du so viel?
Da treffen die sich auch nochmal. Ich stelle mich hinter dich und konter, ja. Das ist alle Probleme. Ich glaube, gerade haben die wieder so ihre 5 Minuten. Alter, Pit. Der hält aber echt viel. Ja, weil keiner irgendwie ihn vernünftig trifft. Dankeschön. Oh, der Bildschirm. Oh, der wird dunkel. Entschuldigung. Mein Pad ist in den Sleep. Ja. Mein Gameplay vom Feinsten. Mama. Schön, dass es so steht. Oh ja. Eigentlich müssten wir jetzt noch einen Entscheidungskampf zwischen Bowser und Marv machen. Ja, aber dann kommt es wieder auf die Frage, welche Stage. Eine neutrale, auf dem beide noch nicht gekämpft haben. Ja, aber dann noch eine Stage, die sich nicht so krass bewegt oder rumtüdelt. Nein. Mal sehen, welche könnte man da... Was haben wir denn da alles? Ich würde vorschlagen, diese Animal Crossing Welt. Das da? Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt. Gira, hier ist das ein Sprintangriff. Ich war nicht so weit. Entschuldigung. Ich meine, ich habe ja gar nichts gemacht. Ich bin... Hallo. Hallo. Alter, ist das denn? Aber du, das ist... Da wird Marv wahrscheinlich auch ein Vorteil sein, weil er halt den Einzelkampf gewohnt ist. Bowser nicht. Ja, aber dafür macht sich mein Marv hier gerade voll lächerlich. Wer macht sich hier lächerlich? Marv, der getroffen wird, oder Bowser, der hier rumeilt wie so ein Berserker und nix trifft? Alter. Wie so ein Flummi. Ach, dafür feiere ich Bowser. Er hat wie so ein Vollpfosten rum. Also jetzt merke ich meinen Kampfstil kaum. Ich meine auch nicht. Na gut, das vielleicht. Alter, Butschern. Ja gut, das... Und das. Und naja, diese Verpeiltheit. Aber sonst. Das ist so, man sagt ja immer, Haustiere oder sowas gucken von sich ja immer was von ihren Herrchen ab. Ich glaube, das trifft hier genauso. Bowser ist genauso verpeilt wie ich. Vielleicht sogar noch schlimmer. Weißt du, du setzt gar keine Smash-Attacken mehr ein. Ich kann nicht mehr. Diese Hampelei. Na, dein Bowser setzt ja wenigstens Smash-Attacken ein. Guck mal, wann darf man einen Smash-Attacker einsetzen? Der hampelt nur noch rum. Der kann nichts. Ich glaube, das bekommt ihn echt nicht gut. Ich glaube, da oben ist die Luft ein bisschen dünn. Er hat einen Smash-Attacker. Alter, der schmeißt mich weg. Aber das wird Bowser machen. Oh. Dafür benimmt sich Marv zu doof. Finde ich aber erstaunlich. Die Spieler zieht er alle ab, ne? Aber so ein Amiibo davon lässt er sich fertig machen. Freundschaftsknuddeln. Jetzt sind sie beste Freunde. Aber das wird Bowser machen. Das ist ziemlich offensichtlich. Ich bin da so bescheuert, wie der rumhüpft. Wir sind Flummi, wir sind Grashüpfer. Oh, bescheuert. Aber er dominiert, ganz klar. Mein Marv hüpft auch noch rum. Und dann kommt er mit Würfen an. Tja. Der sitzt nicht so. Was war ich? Der hat jetzt nichts um von dem, was ich ihm beigebracht habe. Das hat mich jetzt gewundert, wenn Marv da einfach stumm stehen geblieben wäre. Ich hätte auf den Konter fixiert, aber der benimmt sich jetzt wie ein NPC. Ja. Bin ich so schlecht? Eigentlich nicht. Aber das Kern, das ist irgendwie... Es fehlt da irgendwie was. Der spielt wie so ein... Wie so ein Computer. Weißt du, der... Da merke ich nicht viel von dem Amiibo. Ja. Auch dieses Raushauen, das hat er von mir. Das ist typisch Botschein. Nix da, aber einfach mal reinhauen. Was? Was war das? Ich hab keine Ahnung.
Also ich bin sehr unzufrieden mit meinem Mama. Ich bin überrascht über meinen Browser. Du wärst mal lieber auf Mozilla umgestiegen. Der Name macht's. Alter. Ich fasse es echt nicht, wie dämlich der kämpft. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder heulen soll. So Leute, macht mal hin, der Part ist vorbei. Oh, da gibt's sicher schon Mühe. Mit seinen komischen Handbewegungen. Das ist auch diese Würfe. Ja, Rosa wirft ja auch so viel. Das ist irgendwie krass, dass die das trotzdem noch machen. Ja. Aber okay, sie sollen ja auch keine Spielerkopien sein, ne? Ja. Ich möchte mir einen Facepalm geben, aber das ist so ein mega Facepalm, das würde meinen Schädel knacken. Ich hab Bauchschmerzen. Das ist so traurig. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Ich schäme mich einfach so. Oh, den habe ich nicht trainiert. Das ist ein Computer. Ich erkenne ihn nicht mehr wieder. Im LCL erkennt mein Boot schon auch nicht wieder. Ja, dein Boot gewinnt hier ja wenigstens. Und er ist so dämlich. Er ist gerade vorhin in die Attacke reingesprungen. Siehst du? Guck mal, er setzt auch keine Bosa-Bombe ein. Ich wäre ja froh, wenn er Smash-Attacken einsetzen würde. Dafür macht er das die ganze Zeit. Diese Smash zur Seite. Das hat er sich wahrscheinlich von mir abgeguckt, wenn ich das die ganze Zeit vorhin gemacht habe. Du bist schuld. Wahrscheinlich hat Marv sich das von dir abgeguckt. Was habe ich denn mit deinem Marv zu tun? Keine Ahnung, er setzt andauernd die B zur Seite ein oder irgendwelche einfachen Schläge. Das war doch nicht von mir. Ja gut, das mache ich häufig, ja. Aber ich setze auch die Smash zur Seite sehr häufig ein. Ist einfach zu gut. Ich möchte mich fremdschämen. Das ist so traurig, aber immerhin hat Marv noch die Nummer 2 inne. Und er versohlt mir immer noch den Hintern. Das reicht mir. Approved. Ach, herrlich. Ja gut, der Part ist vorbei. Bowser ist der Champion. Hey, mein Bowser, mein Bubbele. Mein Mama ist ja wenigstens noch Nummer 2, das stimmt mich noch ganz glücklich. Genau. Für mich ist er immer noch derjenige. Der ist eigentlich Platz 3 und 4. Die zählen nicht. Scheiß drauf. Ich meine, der dritte ist ja quasi zweitletzter von daher. Dann sagen wir einfach, Pit und Link sind auf Platz 3. Ja. Die teilen sich. Die teilen sich. Das ist doch bei uns ja keine letzten. Der letzte ist Lucario. Stimmt, weil er noch nicht benutzt worden ist. Genau. Naja, es reicht mir, dass er mir den Hintern versohlt, von daher ist er immer noch meine Nummer 1. Ja. Wollten wir die noch? Nummer 1 meiner Herzen. So, war das jetzt. Ist das jetzt der letzte? Keine Ahnung, vielleicht nehmen wir irgendwann nochmal wieder einen Part auf. Also ich würde nicht sagen, das ist jetzt der letzte Part. Ich würde sagen, das ist der letzte Part in dieser Aufnahme und vielleicht machen wir irgendwann nochmal mehr. Genau, vielleicht haben wir nochmal ein paar andere Amiibos, dann können wir noch eine Achter Part. Oh Gott. Oh Gott. Da muss ich mir wirklich einen Kopfschutz zulegen. Sonst würde ich mir mit dem Facepalm den Schädel sprengen. Ja. Aber es wird bestimmt lustig. Ja. Gut, dann könnt ihr auch sonst Vorschläge machen, ob ihr noch irgendwas Bestimmtes sehen wollt. Nein, Bobo. DJ Bobo. Das ist auch ein guter Name. DJ Bobo. Sehr schön. Ich kann ja, vielleicht hole ich mir ja nochmal einen Bose an Mipo. Obwohl, dann kannst du ihn Junior besser so nennen, weil er noch ein G drin hat. Und dann machen wir den ultimativen Bowser-Amiibo gegen Bowser-Amiibo. Oh Gott. Das wird schrecklich. Das will ich gar nicht erleben. Genau, wir haben jetzt auch schon genug herumgearbeitet und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wir würden uns ganz darüber freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Tschüss!